Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu 7 Days to Die. Ja, heute steht die Hordennacht bevor und gestern das Video ruckelte. Ich habe keine Ahnung warum, ich habe hier extra nochmal nachgeguckt. Meine Aufnahme selber, die ich noch hier habe vorm Hochladen, also gerenderte Aufnahme, die ruckelt gar nicht, aber nach dem Hochladen ruckelte. Ich habe es dann gestern nochmal hochgeladen. Und sie ruckelte wieder. Ich weiß nicht warum. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt nicht ruckelt, weil die nehme ich jetzt gerade auf und wir haben Sonntagmittag 14 Uhr. Das heißt, die wird um 12 auch noch nicht in HD hochgeladen sein. Also in HD vielleicht schon, aber noch nicht in 2K. Von daher, entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, dass die nicht in 2K da ist. Aber ich hatte gestern auch Besuch und mir geht's immer noch nicht so wirklich gut und habe so ein kleines bisschen gestudert mit den Aufnahmen, also beziehungsweise gebummelt und war jetzt ein bisschen in Druck. Gut, aber so viel dazu. Wir haben 19.37 Uhr. Ich würde sagen, ich mache jetzt bis 21.30 Uhr mache ich noch einen kleinen Schnitt, also einen kleinen Zeitsprung für euch. Ich warte in der Zeit ab und dann sehen wir uns um 21.30 Uhr wieder, machen den Strom überall an oder ich mach's vorher schon und dann warten wir auf die Dinge, die da kommen. Bis gleich. So, der Strom ist an. Jetzt kann's hier losgehen. Ich lade noch mal eben meine Sachen nach hier. Gut, die hätten wir alle. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, diesmal wirklich alles durchrepariert. Deshalb, es kann eigentlich nichts passieren. 21.47 Uhr. Ich habe Sachen zum Reparieren dabei, ich habe Munition dabei. Ich habe so ziemlich alles dabei. So, es geht los. Ich war noch mal eben um. Ich hatte einen hatte ich hier noch nicht gemacht. So, dann wollen wir mal schauen. Da draußen schießen jetzt mal unsere Geschütztürme auch. So, da kommen die ersten hinten schon an. So. Gut. Wunderbar. Ah, ich sollte da vorne auch noch Klingenfallen machen, so wie in dem Test. Dann kommen sie erst gar nicht bis hier vorne durch. Aber erstmal reicht's noch. Bisher sind die Horden ja nicht so. Na, hoch mit dir. So. Gut. Ja, und da müssen wir auch nochmal tatsächlich, bevor wir die Staffel beenden, werden wir nochmal eine Hordennacht, vielleicht zum Finale, draußen, beziehungsweise in einem ganz anderen Gebäude überstehen. Dass wir uns mal wieder ein kleines bisschen auf Wanderschaft begeben und nee, mein Freund. Nicht da hinten stehen bleiben, schön nach hier kommen. So, wir können eigentlich mal ganz entspannt mal eben rübergehen, ne? Mal die Stromleitung da drüben machen. Ich will nur nicht wieder durchbacken hier.
Und nicht runterfallen, wenn es geht. Aber hier ist alles in Ordnung. Oh, nee, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nicht Strom. So. Wieder zumachen. Hier ist alles in Ordnung. Ist auch in Ordnung. So. Hier nochmal gucken. Gut. So, wie sehen unsere Klingenfallen aus? Ah, alles im grünen Bereich. Zack, zack. Ah, ein schönes Gemetzel. Ah, mal nur die Fackel anmachen und haben wir ein bisschen mehr Licht. Ach, und machen wir uns mal das Interface weg, dann sehen wir ein bisschen mehr. Na Jungs, oh, da ist schon ein schöner Haufen da vorne vor, gell? Oh, ein paar Fotos machen noch. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen... Die ganzen Strippen hier, die gehen mir um den Keks. Da kann man ja gar nicht wirklich was erkennen. Der Herr Polizist. Ups, das da. Nee, oh. So. So, hier nochmal gucken. Oh. Da hauen sie mir doch gleich vor die Wand. Das sind die Lumpen. Und dann ist aber hier. Den wollen sie aber unbedingt kaputt machen, glaube ich. Ah ne, so geht das nicht. Die muss ich erst rein. So. Und dann öffnen. So. Uhr 4. Es läuft. Stellen wir uns mal ein Stückchen nach hier. Ein schönes Gebrutzel da vorne. Also die Base ist echt genial. Also außer reparieren ist hier nicht wirklich viel zu tun. Wenn ich jetzt da vorne auch noch Klingenfallen hinmachen würde, ich glaube, dann würden die gar nicht mehr bis hier hinten hindurchkommen. Ja, schön. Oh, das habe ich auch vermisst. Oh, der Demolisher. Aber nicht getriggert durch die Fallen. So, nochmal. Ach, jetzt geht das wieder los hier. Kommt sogar von hier aus bis nach da hinten ran, wenn Madame hier jetzt endlich mal sterben würde. Ja, aber doch schon. Also ich meine, so gut wie die Hordenbase ist, aber wir haben ja null zu tun, ne? Also so ganz null. Außer mal so ein bisschen durchgehen und zu reparieren, ist ja nicht wirklich viel. Was wir tun können. Also beim nächsten Mal müssen wir wieder ähnlich bauen wie hier, aber so, dass wir auch ein bisschen schlagen können.
Wird aber lang gebraucht. So, wie sieht's hier aus? Oh, da kommt er. Die gammeln da unten noch schön rum, ne? Bevor die sich mal hier auf den Weg machen. An den komme ich nicht dran, so ein Ärger. Oder ist der gar nicht kaputt? Ne, der scheint gar nicht kaputt zu sein. Okay. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier mal irgendwann runterfallen werde beim Reparieren, ist höher, als dass wir hier überrannt werden. Ja. So, 1.21 Uhr läuft ja alles. Es läuft. Das ist, glaube ich, leer hier, kann das sein? Aber wir haben ja noch ein bisschen, haben wir ja noch. Von der Munition. Und dann müssen wir auch definitiv ein bisschen was herstellen. So. Ja gut, den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, 1.44 Uhr. Doch, ich kann euch entkommen. Ja, die Hunde, die schlüpfen aber trotzdem immer irgendwie ein bisschen durch, ne? Oh, da haben sie einen Block rausgehauen. Oh, da muss ich aber jetzt hier mal definitiv ein bisschen ein Auge drauf halten. Nicht, dass die mir da wieder durchbrechen. Warum auch immer die den einen Block da nehmen. Die beiden Stahltüren dann schnell zumachen, sollten die da komplett durchbrechen. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Also wir haben 2.08 Uhr, 2 Stündchen noch. Und wir haben immer noch unseren Rückzugsort hier. Also von daher ist das noch vollkommen entspannt. Und bisher sieht es hier nicht so aus, wenn sie mir da die Blöcke nicht wieder weghämmern, dass ich mir hier irgendeiner Form jemals Gedanken machen muss in der Hordenbase. Ah, der Vordruck ist kaputt. Da müsste ich mal eben hoffen, hier hauen sie mir jetzt. Nein. So, er ist schon wieder rein. Ah, Jungs, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So. Sehr gut. Nur direkt auf Stahl aufgewertet. Dann halten sie auch ein bisschen länger.
Ah, die kommen aber doch schon ein bisschen schneller ran, ne? Aber gut, wenn ich es jetzt so umbaue wie in dem Tutorial, in dem Test, dann können wir uns auch AFK stellen hier. Und die würden nicht mehr durchgehen. Und ich habe bisher noch keinen Schuss abgegeben und wir haben nur noch eine Viertelstunde. Würde man ein Auge darauf halten, die da hinten nicht mal durchbrechen. Wobei dann die auch da noch in den Stromleitungen hängen bleiben würden, erstmal zum ungebremst zu werden. Sehr entspannt, würde ich sagen. Na gut, einen Block müssen wir ersetzen. Den machen wir auch direkt auf Stahl. Wir machen da hinten im Durchgang alles auf Stahl, würde ich sagen. Dann, was haben wir denn hier zu looten? Ein Pokal, okay. Dann haben wir da auch keinen Ärger mehr mit den Blöcken erstmal. So 45 Minuten noch. Und hier stellen, dann schießt das Ding dann auch noch mit, ne? Aber das möchte ich eigentlich nicht. Das ist eigentlich Quatsch. Hat nämlich nur für Notfall. Wenn hier da die Stromleitungen mal kaputt sind. So, wie sehen die hier aus? Alles gut soweit, ne? Wie vor die andere Seite jetzt ein bisschen gelitten haben. Der Dart am ersten schießt natürlich richtig schön. Ja, wunderbar. Tja, Mädchen, Pech gehabt. Da müsst ihr euch schon was Besseres einfallen lassen, um hier durchzukommen. Hm, da oben kommt wieder ein Vögelchen. Die Sache ist halt, die viel schießen würde ich hier auch nicht, weil wenn der Demolisher kommt und ihr hittet den dann an, dann wird er explodieren. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Da wo Stahl ist, da wird sich, also ein Demolisher habe ich getestet, hält das aus, aber die Klingenfallen sind dann weg. Heißt, wir müssten eigentlich immer Klingenfallen nochmal in Spare haben, um dann schnell nochmal welche hinsetzen zu können. So, 4 Uhr. Nacht erledigt. So, wir gucken uns mal draußen um hier. Sind denn hier noch welche? Da unten laufen noch. Da unten eiern noch welche rum. Hier noch, aber hier noch ein anderes Gewehr hier, das ja macht ja viel zu wenig Schaden. Oh, der steht da dusselig dagegen rum, ne? Bewegt sich gar nicht, eingeschlafen. Oder ihn quälte die Angst. So, auch erledigt. Hier haben wir sie jetzt alle weg. Stehen hier noch welche? Oh, hier haben sie aber auch
versucht. Da ist doch noch einer. Okay. Gut. Nacht überstanden. Wir können wieder aufstehen. Strom ausmachen. Und dann einmal schauen, wie alles aussieht hier. Durchluten. So. Mal den Tacker in die Hand nehmen, um zu prüfen, wo was kaputt ist. So, nehmen wir erstmal den ganzen Loot mit hier, würde ich sagen, ne? Aber der Loot ist echt gut. Der Loot ist echt gut. Na, was machst denn du hier? Madame. Noch verirrt. So, da auch noch ein Ründchen. Hier auch noch ein Ründchen. Boah. Sehr cool. Ich loot jetzt erstmal nur die Rucksäcke, die Zombies. Missachte ich jetzt einfach mal. Aber ich kann ja mal reingucken, aber meistens haben die eh nichts dabei, sag ich ja. Der Dicke, der hat schon mal was dabei, ne? Ja, wollte ich doch sagen. Ja, den haben sie rausgepfeffert. Warum auch immer die den Block raushauen, haben sie beim letzten Mal ja schon. Und den hier. Warum auch immer die beiden Blöcke hier raus. Hier raushauen. So. Hier vorne ist alles gut. So, dann schauen wir mal. Hier draußen ist ja auch noch einiges an Loot. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die Aufnahme ruckelt jetzt nicht. Ich habe mir echt Mühe gegeben und habe die jetzt sogar nochmal umgestellt. Also qualitativ, ich sag mal, ein kleines bisschen runter, aber nicht sichtbar runter. Oh, hier haben sie aber ordentlich gewütet, ne? Oh, ein normales Eisen fehlt uns. Wir kommen hier dran, oder? Autsch. Ja, da komme ich so nicht dran, muss ich Frames setzen. Da auch nicht, gut. Ja, wunderbar. Aber es ist ja nicht wirklich was passiert, also. Die haben ein bisschen Schaden gekriegt, die Spitzen, aber alles gut. Hier könnt ihr natürlich auch nochmal einen verbreitern, damit ich da schneller durchlaufen kann in der Nacht und Gitter vorsetzen. Ist ja jetzt kein Problem mit dem Mining-Turm, brauche ich nur Benzin reinfüllen und kann mir Eisen bohren lassen. So, der ist ganz. Da muss ich zwei neue Blöcke einsetzen. Der ist auch ganz, die Druckplatten. Auch ganz. Wunderbar. So. Bis auf die zwei Blöcke haben wir dann ja auch schon wieder alles repariert. Können wir noch die Stromleitungen gucken. Rechts und links. Und dann ist die Base soweit fertig. Dann setze ich noch irgendwann die zwei Blöcke wieder ein vor der nächsten Hordennacht. Und dann werde ich die direkt auf Stahl. Können wir auch mal eben reparieren.
So, die ist auch ganz. Ach, ich hätte mich da vorstellen müssen. Komm ja nicht da rein. So. Muss mir direkt da vorstellen, sieht das nicht. Ja, der ist ganz. Und der ist auch wieder ganz. Wunderbar. Gut, ja, dann würde ich sagen, erfolgreich die Nacht überstanden, alles schon wieder durchrepariert. Irgendjemand fragte, wie lange ich zum Reparieren brauche, deshalb bin ich jetzt einfach mal durchgegangen. Ihr seht selber, nicht wirklich lange, von 4 Uhr mit Looten bis 6.30 Uhr, also 2,5 Stunden in Game-Zeit mit Looten und Reparieren. Gut, 2 Blöcke fehlen jetzt noch, machen wir vielleicht, wenn wir die in der Tasche hätten, machen wir vielleicht noch 1-2 Minuten drauf. Das heißt, für das Reparieren brauchen wir in Game vielleicht 1/2 Stunde, max eine Stunde vielleicht. Und die Hordenbase ist dann auch wieder repariert, also es geht auch nicht wirklich so viel kaputt. Weil wir halt in der Nacht auch zwischendurch noch mit reparieren. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne Kommentare, ein Abo oder vielleicht sogar ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich natürlich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hier gesehen habt. Bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.